Herr Abgeordneter Christian Ries, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, werte Damen und Herren des Hohen Hauses, liebe Zuseher zu Hause und auf der Galerie. Ja, das war jetzt der dritte Untersuchungsausschuss, an dem ich seit 2017 mitwirken durfte. Und allzu oft habe ich gehört, was bringt denn so ein Untersuchungsausschuss? Ich kann guten Gewissens für mich sagen, alle drei Untersuchungsausschüsse haben etwas gebracht und ans Tageslicht gebracht. Ja, so schlimm hätte ich mir eigentlich gar nicht vorgestellt, ehrlich nicht. Der BVD-Untersuchungsausschuss, der ehrlicherweise von euch auch Herbert Kickl Demontageausschuss genannt hätte werden können, der hat gezeigt, dass die mediale Vorverurteilung über die wilde Razzia im BVD frei erfunden war. Es war ganz einfach eine angeordnete Hausdurchsuchung, die von der Polizei, so wie es vorgesehen ist, vollstreckt wurde. Nicht mehr, nicht weniger. Na, lesen Sie keine Zeitung? Dort haben Sie es drin gelesen, aber lesen Sie auch die Berichte aus dem Untersuchungsausschuss. Dann wissen Sie ein bisschen mehr. Dann sind Sie nicht auf Hörensagen angewiesen. Aber dieser Untersuchungsausschuss hat auch ganz nebenbei offengelegt, dass man, wenn man eine Spitzenkraft im Nachrichtendienst sein will, keine einschlägige Vorbildung braucht, sondern ganz einfach Clubmitarbeiter der ÖVP sein muss, dann geht das auch. Und was dieser Untersuchungsausschuss noch ans Tageslicht gebracht hat, war der desolate Zustand des BVD. Und auf tragische Art und Weise wurde das auch in Aufarbeitung des Anschlags vom 2. November 2020 bestätigt. Dann kam der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der ist vielleicht nicht so ausgegangen, wie sich das manche erhofft haben, denn die FPÖ ging darin nicht zu Bruch. Aber er brachte etwas anderes, nämlich die Notwendigkeit der Einsetzung eines weiteren Untersuchungsausschusses. Und der hieß dann auch so, wie er gedacht war, der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und wieder hört man die Anfrage, was bringt denn so ein Ausschuss? Ja, die Offenlegung diverser Machenschaften. Und warum glauben Sie denn, dass Bundeskanzler Kurz nicht mehr in Amt und Würden ist? Oder die Minister Blümel, Schramböck und Köstinger? Oder der Herr Pilnacek jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist zurzeit? Weil ihr Verbleib in der Regierung der Bevölkerung einfach nicht mehr zumutbar war. Das ist die Wahrheit. Stichwort kriegst eh alles, was du willst. Reden wir über einen ÖVP-Generalsekretär in einem ÖVP-Ministerium, der gern ÖBAG-Chef werden wollte. Er durfte sich die Ausschreibung selber auf den Leib schneidern und oh Wunder, er bekam den Job dann. Fakt oder Fiktion? Na Fakt. Heute ist der Reuiger Kronzeuge im Übrigen. Es wurde auch offenbar, dass in einem ÖVP-Ministerium wieder ÖVP-Seilschaftner eine Studie in Auftrag geben durften, die nur der ÖVP nutzen konnte. Dem Bürger und dem Finanzministerium nicht, aber bezahlt wurde es von da. Und übrigens, auch die Dame, die das damals durchgeführt hat, ist heute reuig und Kronzeugin. Und wer sitzt da auf der Anklagebank? Eine Ex-ÖVP-Ministerin. Welch Überraschung. Und es wurde auch offenbar, wenn man die richtigen Leute in der Republik kennt und vor allem bei der ÖVP, kann man sich 4 Millionen Euro Steuer ersparen, wenn man in diesem Fall Herrn Schmidt oder Herrn Schelling kennt. Und wir haben auch etwas gelernt. Wir haben gelernt, dass es im Justizministerium in Österreich rund 40 Marschallposten gibt. Ein Marschallposten ist eine ganz geschickte Sache. Man bekommt einen gut dotierten Posten, den man in Wahrheit gar nicht antreten muss, sondern man kann politisch Karriere machen. Und wenn die Karriere dann in die Hose geht, kann man auf diesen Posten zurückkehren. Ja genau, prominenteste Trägerin eines solchen Marschalls ist die Frau Ministerin Ed Stadlers. Ob das jeder bekommt, ich glaube nicht. Ich denke, ÖVP nahe ist hier das Zauberwort, dann geht das. Und was haben wir noch gelernt? Das hat mich ehrlich gesagt etwas entsetzt. Wir haben gelernt, dass der Herr Parlamentspräsident die Wahrheitspflicht vor einem EU-Ausschuss für verzichtbar hält. Also da zieht es einem echt die Schuhe aus, wie man auf diese Idee überhaupt kommen kann. Wir sind da, um die Wahrheit zu ergründen und da ist es ja wohl nicht zu viel verlangt, auch die Wahrheit von einer Auskunftsperson zu verlangen. Sie sehen also, werte Damen und Herren, dieser Ausschuss hat ans Tageslicht gefördert, was ans Licht der Öffentlichkeit gehört. Das ist der Sinn des Ganzen und so ist es auch richtig.
Das war Christian Ries von der FPÖ, Kriminalbeamter aus Rust im Burgenland.